Moin moin, ihr lieben Leute da draußen vor euren Bildschirmen. Es ist wieder Morty und es ist diesmal der Patsch an der Reihe. Er wurde sich gewünscht in den Kommentaren und ich habe gedacht, komm, machst es mal. Und da ist er auch hier, der liebe Metzgermeister. Mit seinem richtig schönen Haken und seinem Hämmerchen. Will nicht erkannt werden, der Gute. Ist ja auch nicht zu verübeln. Und das Game wird gleich mal gepaust hier von unser Potem Hide and Seek, die gar keine Mirana ist, sondern eine Lina, wie wir oben sehen. Eine Meepo im Gegnerteam. Mal schauen, was da so wird. Ich auf jeden Fall hole mir Gauntlet, Healing Salve. Und ich will nachher eine Urn. Da braucht man wie viele Gauntlets? Zwei. Dann nehme ich gleich mal zwei Gauntlets mit. Und dann noch einen Branch oder zwei. Und dann spare ich auf die Bottle, gehe Urn, Mana, Schüchens. Wird eingepackt. Und dann rocken wir das Spiel mit unseren lieben Metzger hier. Mal gucken, das wird bestimmt mal wieder richtig schön, wie die letzten Spiele auch. Totale Dominanz von mir. Na, wenn ihr, könnt ihr nochmal die anderen angucken, ob es wirklich Dominanz war. Ich bin natürlich guter Dinge hier, weil ich ja immer abgehe. Ja. Shaker unten. Mit der will der guten Phantom Assassin ein bisschen Support geben. Mit der Lina eine Tree-Lane, das ist sehr stark. Doppelstun und dann wird die Phantom Assassin richtig schön Farm bekommen. Oben auf jeden Fall die Potem auf der Hardlane hat hier gleich mal den Creep-Spot geblockt. Ein bisschen sneaky, dann wissen sie vielleicht nicht, wo sie liegt. Und da kommen auch schon die Creeps, richtig schön Battlepoint-Bonus hier aktiviert. Und da blocke ich hier sie gleich wie ein junger Gott, mache ich das. Guckt euch das an. Oh, er sagt auch schon richtig schön geblockt, Morty. Versuche sie richtig gut, dass ich sie schön abschock stehe. Komm schon. Blocken. Oh, das war unglaublich gut geblockt. Guck mal, wie gut ich jetzt hier stehe. Und gegen eine Crop wird nicht ganz so einfach werden. Aber ich werde hier versuchen, gleich richtig zeigen, wer der Boss ist hier mit dem Last Hit. Ein bisschen hier die Creeps zu mir ziehen. Und da holt sich auch die Last Hits. Habt ihr gesehen, ich habe durch einen Rechtsklick auf die Crop die Creeps zu mir gezogen, damit sie oben stehen. Sie hat genau das gleiche gerade gemacht. Und da habe ich hier den Creep einfach denied. Wenn ich Level 6 bin, dann gehe ich ordentlich ganken. Davor denke ich nicht, dass ich das machen werde. Dann, ja, ich brauche das Level 6 und die Bottle und so. Und da ich ja nicht der Beste im Farm bin, brauche ich dafür auch eine kleine Zeit. Da harrys sie mich jetzt gleich. Die Creeps stehen meiner Ansicht nach nicht sonderlich gut. Trotzdem werde ich mir hier die Last jetzt holen und versuchen, den auch noch hier mitzunehmen hier. Ja, da habe ich jetzt zwar Mana gewastet, aber ich brauche das Gold, um eine schnelle Bottle zu kriegen, denn ich muss jetzt schon meine Healing Scythe aufopfern und darf sie nicht abbrechen lassen. Das darf die Quap jetzt nicht unbedingt sehen. Hat auch schon gut gefressen, hat auch nur ein Tango gepoolt. Also, da geht einiges. Da gibt sie mir auch gleich weiter hier die ordentlichen Schellen und sie steht. Die Creeps stehen zu gut für sie. Ich muss sie da irgendwie wegkriegen. Hier, kommt her, Creeps. Dann hole ich mir den Last Hit und den auch. Und da ist die Bottle schon in greifbarer Nähe. Brauche ich nur noch 60 Gold. Da gehört die Flasche mein mit Inhalt. Natürlich. Und Inhalt ist ihm nichts wert. Und ein Creep bräuchte ich jetzt noch. Das wäre echt freundlich von dir. Und diese steht auch zu gut, dass ich sie. Da ist der Creep mein. Oder wird das Chicken gleich losgeschickt? Muss auch vorsichtig stehen hier. Und das war richtig schlecht. Ich habe gedacht, sie rennt weiter. Das ist auch ein Problem von mir. Ich sehe, dass ich falsch schocke und anstatt abzubrechen durch den Abbrech-Button, den es ja gibt, haue ich einfach rauf und weine. Also, ja, nicht so geil. Ja, da wird hier gleich mal ordentlich die Flasche benutzt und die Rune müsste oben liegen. Die will ich auch haben. Sie hat, denke ich, keine. Da ist die Invis-Rune oben. Und ich könnte jetzt theoretisch gleich ganken gehen. Ah, das mache ich nicht. Das werde ich nicht tun. Ich werde sie mal überraschen. Da wird sie vielleicht Angst kriegen, dass ich hier einen kleinen Vorteil erspiele. Ah, den Last Hit würde ich zu gerne haben. Oh Gott, habt ihr den grandiosen Hook meinerseits gesehen? Und wenn, sie könnte mich jetzt sogar töten. Ich kann die Bottle nicht benutzen. Oh Gott, das war ja so schlecht. Und da kommt der Barra. Ich bin tot. Hier noch ein Schluck und da bin ich down. Ey, das war ja so was von schlecht von mir. Ich bin wieder total begeistert, aber weiter geht's, ne? Wie ich so gern sag, Kopf hoch, leben wir weiter.
Aber wenn ich das jedes Spiel sagen muss, ist es auch ziemlich lästig, ne? Ich habe auch echt nicht aufgepasst, ob da jetzt ein Barra kommt oder was weiß ich. Sie ist Level 5, ich bin Level 3, ich habe immer wieder nichts. Egal. Geht weiter. Earthshaker ist auf jeden Fall am Start. Und ich brauche, oh Gott, Mann, ich brauche das Level 6. Und hättest du sie jetzt, nee, sie kann ja blinken, ja, schon gut. Ich bin verwirrt. Nimmt es mir nicht krumm. Und den Last Hit bekomme ich auch nicht. Da hau ich einmal rauf. Nein, da hau ich gar nicht. Doch, da hätte ich raufhauen sollen. Hätte ich ihn vielleicht gekriegt. Aber wenn sie jetzt einmal hier kommt, dann ist sie dran. Ah, sie rennt zu gut. Da habe ich sie. Und der Stun war richtig scheiße. Aber es ist egal. Nein, es ist nicht. Nächstes Mal besserer Stun, Bro. Ein Schluck aus der Flasche und unten ist die Rune. Sie holt sich die aber gleich ab. Aber ich versuche sie hier rauszuhucken. Habe ich sie? Nein, natürlich habe ich sie nicht. War müsste knapp gewesen sein. Ich kann mich jetzt aber nicht raustrauen. Da ich keine Ulti habe und auch nicht genug Mana. Gleich habe ich wieder genug Mana. Dann kann sie mich auf jeden Fall nicht goen. Sollte mir jetzt aber schnell das Level 6 holen. Vielleicht ein oder zwei Last Hits graben. Den hier zum Beispiel. Bam! In die Fresse und den auch. Oh, ich bin so gut. Den habe ich mir auch geholt. Und dann will ich die Boots. Dann will ich hier während des Ganks etwas mobiler bin. Bisschen schneller. Und sie hat zu viel Leben gerade und Double Damage. Ja, was willst du hier? Wir können hier nicht viel machen. Den Last Hit habe ich mir auch noch geholt. Stun sie doch! Mann, hättest doch einfach mal reinstunnen können. Jetzt nicht warten hier, bis ich hier irgendwie den Hook setze, weil dann musst du eh so schnell reagieren. So, da hole ich mir den und den könnten wir kriegen! Nein, den kriegen wir nicht. Was ist da los, denkt man sich. Den habe ich nicht bekommen. Geht aber weiter, geht weiter. Ich war gerade kurz etwas abgelenkt, aber das geht weiter. Gedacht, ich krieg gerade so einen Herzinfarkt. Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch Level 5, der Shaker steht da rum. Ja. Komm schon. Na, warte, der hätte ich gedacht, den kriege ich. Aber den kriege ich. Den kriege ich auch nicht. Verdammt. Und den aber. Nein! Gesnackt. Und unten geht die Quap ab. Ich sag mal Mist, nicht, dass ich hier noch Ärger kriege. Und ich will mein verdammtes Level 6. Das muss jetzt recht schnell gehen. Dann hau ich hier mal ein bisschen die Creeps an, damit die schneller sterben. Aber nee, den lieber nicht. Da warte ich nochmal einmal und. Ba-bam! 2-1 für die Gegner. Ich bin natürlich draufgegangen, wie immer. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. War vielleicht etwas laut. Oh, hätte ich das früher gesehen, hätte ich da reingehuckt. Sie hat auch nicht voll, aber sie hat eine Bottle und die Rune müsste oben liegen. Schaue ich gleich mal nach. Und sie will es, glaube ich, auch. Nein, nein, sie wartet. Keine Ward da. Keine Rune. Wards auch nicht, leider. Und nicht die Nein, nicht die Nein, nicht die Nein. Den Last Hit ist auch meins. Genau wie der hier. Da bin ich Level 6. Die hole ich mir nochmal ab hier. Und da gehe ich los. Dann geht's los. Dann geht das Butcher-Gameplay richtig los. Können wir auch fast die Mana. Och komm, die Mana-Boots farme ich mir auch nochmal zusammen, ne? Da sind sie. Und sie goat mich. Nein, sie goat mich nicht. Dann mir Ruhe. Könntest du zu Hause. Ich hole mir die. Ah, ich habe zu wenig HP. Das tickt so stark. Hat er das ausgeskillt? Ist ja richtig übel. So, Mana Boots. Habe jetzt eher HP-Probleme. Muss hier nochmal die Urn klar machen. Und will dann unterwegs. Leider haben wir echt wenig Vision. Kann da nicht viel reißen. Wie sieht es denn oben aus? Mit dem Meepo vielleicht. Die Quap kriegen wir nicht. Dina hat natürlich die Rune geklaut, ist aber in Ordnung, da ich ja im Allgemeinen ganz woanders bin. Und ich sehe mich tot, denn wenn sie hier Wards haben, kommt hier gleich
der Bane an oder so und haut mich richtig kaputt. Crop is coming top. Oh, hab den Hook verkackt, ey. Ich... Verdammt. Ah, da. Oh, scheiße. Scheiße. Hau ab, Bro! Was machst du denn? Kannst dich hier nicht reintrauen, ey. Ich will hier dich auch nur beschützen. Ich muss auch weg. Wenn der jetzt gegoat wird, ey, ich pass auf. Rausgehuckt. Ich will ihn ja retten. Und dann geht's zurück. Ich hau ab in die Base. Ich weiß nicht, was er erzählt. Ich gehe auf jeden Fall zurück, hol mir nochmal ein TP, ein bisschen HP rängen, damit ich hier ein bisschen standhafter bin quasi. Und hoffe natürlich, dass die PA unten richtig gut farmt, aber mit Enfiebel, ey, es ist so übel. Sie macht einfach hier, na gut, sie hat jetzt die Faceboots, aber trotzdem macht sie nur 65 Schaden. Ohne die Faceboots wäre das quasi zu fatal. Da sind die eingekauft, ein paar Bottles, Schlöckchen hier und ich kann nirgends hin. Die Lane ist zu weit ausgepusht. Ich TP trotzdem mal nach unten. Und vielleicht kriegt man ja was. Oh, da. Könnte ich hin? Oh, das gibt's doch nicht! Da reicht die Range nicht, weil es Level 3 ist. Och, Mann. Ich hole mir noch ein TP und ja, hier war's das. Hier ist die Überraschung flöten. Der Bane lässt sich nicht mehr hocken, aber er kriegt jeweils den Farm, ey. Oh. Da kommt die Ulti. Ja, dann gucke ich mal, ob ich hier noch was kriege, wenn er mich hier nicht sieht. Oh, jetzt sieht er mich. Ich spiele hier die größte Grütze. Mann. Ich hau ab. Ich hau ab. Er kriegt wieder Enfiebel. Und ich gehe Richtung Mitte. Keine Rune unten. Die Rune liegt nirgends. Das heißt, die Rune wird gepickt. Ich habe es nicht drauf geachtet, was jetzt auf der Minimap zustande ging. Und der Earthshaker farmt. Er braucht natürlich seinen Dagger und ist ihn auch schon relativ nah. Ach, den kriege ich auch nicht. Ich bin so schlecht. Ich gehe nach oben. Bin immer noch Level 6, hab keinen Kill, hab einen Death, hab 30 Last Hits immerhin. Ich glaube, es ist das Beste, was ich in den ganzen Gameplays erreicht habe. Und dann gehe hier längs in den Wald. Oben sind zwei Sentries recht beieinander. Und die gehen back. Das heißt, sie haben mich wohl gesehen, hier ist der Creep-Spot geblockt. Gestackt. Hier möchte nachher jemand wohl etwas farmen. Und ich sehe nichts da oben. Push mal ein bisschen weiter rein. Vielleicht kriege ich euch was rausgehuckt. Ja. Mal schauen. Die Range reicht nicht. Ja, dann stun auch first. Then do it. Your bottom tower is under attack. Ich habe natürlich wieder versagt. Werde ihn aber. Ich. Oh Gott. Egal, liebe Leute. Ich habe mich denied. Und ich werde gleich, denke ich, zugeflamed werden. Ich habe erstens meinen Hook dermaßen versaut. Dann habe ich meine Ulti von alleine abgebrochen durch Rechtsklick. Und dann hatte ich so Angst, dass ich gar nichts mehr wusste, wie der Fight ausgegangen ist. Habe mich jeweils noch denied. Ich bin gespannt, wann ich... Fuck you, Patch. Noob. Ja. Ist in Ordnung. Hingenommen. Ich gehe wieder nach oben. Ich bin so scheiße. Und fühle mich dabei nicht gut. Den habe ich! Den habe ich und er ist tot! Wir haben ihn getötet! Oh, ich bin der beste Patch der Welt, liebe Leute. Es gibt keinen besseren. Oh, das war aber auch der beste Hook, ne? Das muss man wirklich zugeben. Der war so schwer. Oh, er hatte in mich. Er hatte keinen anderen Weg. Also war es damit der einfachste. Ich kann mich jetzt auch nirgends mehr anschleichen. Natürlich, der Bounty kann mich tracken. Und ein Butcher, der getrackt ist, ist natürlich ist nicht so geil.
Aber man will ja quasi aus dem Hinterhalt kommen und die Last sich holen. Ja. Hat mich angecharged und wir hauen ab hier. Mipo kommt gehastet. Und den haben wir. Den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir doch. Will ich mal Knaller zugeben. Dich esse ich auch. Und den hauen wir hier drauf. Mich. Ich hab den auch versaut, ey! Gottes Willen! Exquisite Agony. Ich glaube, es hackt, ey. Oh, ich schäme mich so. Die beißen bestimmt schon alle in ihre Tischplatte, ey, genau wie ich. Und ich bin hier gerade gegen mein Mikro gekommen. Hoffe, das hat nicht so sehr gestört. Und das fällt hier fast um. So. So, Mikro, halte bitte. Facehook, fucking Noob. Yes. Na, ich schreib nichts. Ich denke ja das Gleiche, ne? Im Geiste sind wir beide verbunden. Ich TP wieder nach oben. Und hoffe, dass die PA das reißt. Hat Melz drüben gebaut. Ist mal ganz was Neues. Und hier ist irgendwas. Gestackt ist das. Hier, der Mipo kann das natürlich richtig schön farmen. Ich habe ein Level abgekriegt. Hab 0,3, aber 6. Immerhin 6. Oh, den hole ich mir. Den hole ich. Und der hat er mir ihn geklaut. Aber ey, wunderbar habe ich das gemacht. Ich hatte wieder richtig Angst, dass ich ihn nicht treffe und dass die Range nicht reicht. Und dass ich mich dann wieder verstecken muss. Aber der Creep rennt die ganze Zeit hin und her, weil er nicht weiß, wo er hin soll. Auch nicht schlecht. Und ich habe irgendwas gehört. Und ich habe keinen Bock, dass ich angecharged werde, was nämlich sehr gut sein könnte. Und hier, ich habe nur darauf gewartet, bis die Ulti kommt oder so, hätte ich ihn da nämlich rausgehuckt. Unten geht auf jeden Fall die Action ab. Das heißt, hier sind wir relativ sicher. Renn ich einfach mal rein. Und vielleicht kriege ich ja was. Mipo auf jeden Fall hier. Den habe ich mir geholt und da kommt das. Oh Gott, er wird mich töten. Er tötet mich. Da möchte ich. Oh, er hat mich getötet. Er ist voll tanky. Der hat gleich Aga und hat Boots of Travel, ey. Der hat hier richtig krass gefarmt. Schöner Arrow auf jeden Fall. Der muss. Der stirbt. Der stirbt nicht! Er stirbt, sehr gut. Korb oben ist auch relativ angeschlagen. Bane ist gestorben. Drei Leute aber von uns tot. Darunter mal wieder ich. Mal wieder kein Kill. Ach, es ist doch nicht wahr, ey. Der Dagger, der Arrow. Oh, der Range nicht gereicht. Dann hätte er ihn auch noch umgehauen hier. Baratrum ist tot, dann hätte er sich sparen können in Starfall. Und ich will auch mit rein TP'en hier. Oh, er hat ihn aber umgenascht hier. Ich gehe da auch hier hin. Oh, die wunderschöne Ulti und er hat überlebt. Nein, er hat überlebt. Und die Lina kommt. Kriegt ihn aber leider nicht mehr ganz. Und da ist der Bane. Oh, renn mir nicht vor die Flinte! Ja, wir gehen back. Muss ich gerade ein bisschen abregen hier, sonst schrei ich hier noch mehr rum. Hab da mal wieder nicht drauf geguckt, dass da einer vor mir war. Ich hoffe, der ist nicht die ganze Zeit vor mir gerannt und ich hab's noch nicht mitgekriegt. Lasse kriege ich jedenfalls. Hab ich mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen geholt mit. Die lastet nicht. Ist mein Selbstvertrauen wieder im Keller. Bei Lastet. Und hier muss irgendwas. Mein TP ist gleich ready und dann gehe ich, denke ich, nach unten. Als nächstes gehe ich die Hood. Oh, und hier sind die Creeps vor meiner Nase. Das, und ich sollte hier auch weg. Die sind alle Mist. Ich bin getrackt. Und gehe dann lieber hier längs. Sonst kommen die noch irgendwie aus dem Wald um. Ist nicht so geil, wer. Und ich brauche nicht runter TP'en. Mache ich aber. Den hole ich mir. Und da geht er down. Habe ich da nochmal eine Urn draufgelegt. Gib mir Mana ohne Ende. Und dann geht das weiter. Ich bin aber zu langsam.
Die ist zu schnell. Soll sie sich vielleicht hier ranblinken, damit sie hinterherkommt? Ja, Facebook ist hier natürlich mobil und dieser Creep nervt mich hier schon, ne? This is good job. Wie ist das gemeint? This is good job. Verstehe ich nicht ganz. GG meint sie. We have no carry. Wir haben eine Phantom Assassin, mein junger Freund. Und nur weil sie andere Items baut, wie du sie vielleicht gewohnt bist, ist da noch nichts gegessen. Ich hab an den scheiß Creep vorbeigehockt. Verdammt. Ja. Sie regen sich alle über mich auf. Ach, ich lass sie ja machen. Hol mir hier die Hut gleich fertig. Und so schlecht ist das auch gar nicht. Don't even know. Ah, ich lese es nicht vor. Ihr könnt es ja lesen. Muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Habe aber schon eigentlich gar nicht so scheiße HP. Ist eigentlich in Ordnung. Durch die 8. Oh, ich muss hier weg. Na, ich gehe hier nicht weg. Ich esse ihn auf. Wir haben ihn gekriegt. Finde ich richtig schön. Hab aber leider nichts mehr. Gib mir hier nochmal die Urn. Den kriegen wir doch. Den kriegen wir. Verpisst euch. Und dann geht er down. Ey, das war gar nicht schlecht. Hat wohl keiner gerechnet, dass ich da so richtig badassig reingehe. Und verpisst. Na, geht weg. Ich habe ja mal gehört, ich soll nicht so viel fluchen. Es tut mir leid. Aber ich war gerade hier echt. Ich bin hier so in Fahrt. Ich bin so heiß. So heiß bin ich. Und da kommt der. Ja, retten wir alle vor die Nase, meine Jungs. Ah, der Hook, der war wunderbar. Und wir sollten hier einfach reinpushen. Ja, mal, lass jetzt weg. 118 Damage mache ich mit einem Hit. Gib mir nochmal eine Urn Charge. Und hau dann hier drauf. Go Veil. Wer soll die Veil gehen? Und ich hole mir jetzt den Ring of Health und lass mir den Rest von meiner Urn überreichen. Eingekauft. Und ich denke nicht, dass wir hier... Oh, schöne Ulti. Aber ich bin noch getrackt, da haben die mich gesehen. Sie haben mich gesehen, Leute. Wir können hier weg. Ah, ich sehe nichts. Ja, wir sollten einfach unten pushen. Hier in der Mitte bleiben ist absolut, absolut sinnlos. Oder auch nicht. Oh, da habe ich ihn mir geholt. Und werde gleich mal verrecken. Aber ich hau da nochmal kräftig drauf. Und dann kriege ich noch einen Deny. Leider lebe ich nicht mehr. Hätte ich jetzt alle Kills gekriegt, hätte ich natürlich noch mehr Stärke-Bonus gekriegt. Holen wir nochmal ein paar Dinger. Und dann haben wir die eigentlich ganz gut fertig gemacht. Wird nochmal von oben aus gesleept. Bisschen Zeit geschunden. Und kriege hier nochmal richtig schön den Dagger ab. Macht sich irgendwie, wir sollten hier ein bisschen Detection mitnehmen. Der Earth Shaker zum Beispiel. Oder die Mirala. Nö, die braucht es eigentlich nicht. Das sollte der Earth Shaker machen, gerade weil er initiated. Könnte rein daggern, stunnen und dann gleich den Dust benutzen. 2600 Gold auf der PA. Unten ist der Meepo, der mir wirklich Angst macht. Der ist eigentlich gar nicht so verkehrt spielt. Ist eigentlich auch, wenn ich hucke, dann treffe ich eigentlich immer den Meepo, denke ich. Müsste so sein. 1 zu 5 zu 11. Fünfmal gestorben ist mal wieder hier maximal. Aber im Gegnerteam sind welche häufiger gestorben. Das ist wunderbar. Normal würde ich jetzt einen Dagger bauen, aber... Oh Gott. Das will keiner sehen, glaube ich. Das wird nichts. Gehe ich hier lieber in Aghanims oder... Na, ich gehe in Forstaff. Forstaff. Da kann ich was im Kampf benutzen und vielleicht überlebe ich dann ein bisschen, wenn ich hier aus dem Netz oder so vom Meepo raus Forstaffe. Und dann alle denken, wow, ist der gut. Er kann einfach alles. Und sie sollte hier weiter farmen. BKB hat sie. Und Blitze sind einfach am coolsten. Es ist zwar ungewöhnlich, aber es ist super cool. Hier geht es auf jeden Fall jetzt ab. Wird richtig krass gefeitet. Und den schnetzle ich mal weg. Den kriege ich. Habe ich ihm noch eine Urn gegeben? Und den kriege ich aber. Ja, wunderbar. Umgehauen. Dings ist aber nicht gestorben, der Gondat, glaube ich. Ich bin getrackt, das heißt, sie sehen mich und ich TP nach unten. Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht noch abbrechen oder so. Ah, und dann hat er hier... Ist er anders gerannt, als ich dachte.
Dachte, er rennt da rein. Hat er wohl nur angefaked, um mich zu verunsichern. Crop mit Killing Spree und ich klaue dir den Farm nicht. Das wäre ja gemein. Wenn ich das tun würde. Ein TP habe ich noch dabei, aber leider auf Cooldown. Oh, dann geht das mal ab. Alle Mist, sie sehen mich nicht, das, weil das Track weg ist. Das ist Wunderbärchen. Und der Gonda geht in der Mitte, hat bald seinen Orchids fertig gebaut. Ist recht spät, hat eigentlich nichts, er hat auch normale Boots und so. Und ist es jetzt auch fertig. Soll ich mich nicht reintrauen und da wird jemand gecharged? Es ist zum Glück nur ein Kick gewesen. Ich hatte schon Angst, er kam nicht so durch die Mitte und da dachte ich auch, nö. Geh ich mal lieber stiften. Und dann weiter gibt es hier ein bisschen Fresh Meat für uns. Auf dass die Crop uns hier noch nicht entdeckt hat. Die hole ich mir. Renn doch weiter! Echt, sie hat mich nicht gesehen, sonst hätte sie das. Aber sie ist einfach nicht weitergerannt. Welcher Mensch bleibt denn da stehen? Niemand. Und die PA, 900 Gold. Jeder hier holt sich bestimmt bald ihr Maelström. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Obwohl Maelström, diese Blitze, die man um sich macht, gehen die weg, wenn man BKB aktiviert? Das weiß ich gar nicht. Ist ja ein Magie-Effekt. Eigentlich ist sie mir immun gegen alle Magie. Und er geht da einfach solo rein. Haut ihn auch um. Das ist richtig nice. Und holt euch doch mal ein bisschen Detection. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall die Queeheeps. Und Meepo macht das auch gut. Er farmt auf mehreren Lanes. Meepo levelt natürlich sehr schnell, wenn er das dann macht. Kriegt nämlich doppelt Erfahrung. Und der Earthshaker ist getrackt. Hier ist mal wieder jemand und wir haben einfach keine Vision. Und durch. Vielleicht soll ich mir auch mal einen Gem kaufen. Könnte ich eigentlich auch machen. Wenn mein Forster fertig ist, kaufe ich ihn mal. Ja, wir gehen! Bleib ruhig. Und er ist weg und hat sich weggepufft. Dann war way too late. Aber ich bin auch getrackt. Habe ich mal wieder nicht drauf geachtet. Und hier mal. Palasitz und das Mana share ich mit meinen besten Freunden, die mich hassen. Und Meepo macht das echt nicht schlecht. Der TP schon wieder. Wieso kann er mit jedem TP, wie er Bock hat? Hat jeder TP-Boot von den verschiedenen eigenen Cooldown? Das wäre aber ziemlich heftig, wenn das so wäre. Worte oben. Wurde hier rausgenommen und er wird auch sterben. Und ich bin gesilenced und hoffe, dass ich jeweils gleich noch etwas machen kann, nachdem ich fertig gesilenced wurde. Wird hier fleißig losgepufft. Und ich habe ihn quasi jetzt noch getötet. Und hoffe, dass ich einfach nur überlebe. Aber ich werde nicht überleben. Vielleicht noch die. Nein, nein, das ist so ein krasser Schaden, den er macht. Auch Aga, noch einer mehr. Guckt euch das an. TP wird abgebrochen. Und das macht einfach Schaden. Meepo zerstört uns. Haben auch nichts. Doch, wir haben natürlich die Shaker-Ulti. Die ist natürlich sehr gut gegen Meepo. Aber der Shaker war ja jetzt leider nicht dabei. Der wurde ja auf der oberen Lane fertig gemacht. Meepo auch schon wieder oben. Der ist Level 20. Wir sind 14, 15, 16, 15, 11. Er hat einfach einen krassen Level-Vorteil. Killmäßig zwar noch in unserer Hand, aber ich denke, es wird immer ein bisschen weiter Richtung deren gehen. Es sei denn, dass die PA ein bisschen was austeilt. Und ich werde ihn jetzt hier auch mal muten. Denn hier, das ist ja nicht jugendfrei, was er da schreibt. Und hoffe, auch guckt euch den Damage an. Hau drauf und da ist er tot. Richtig schön gemacht. Der ist eben nicht gestorben, sonst wäre er jetzt nicht auf der Killing Spree. Oder hat einen Killing Spree gekriegt, weil er die Mutwurst fertig gemacht hat. Ist ja nicht nur einer. Ne? Eigentlich müssten dann ja quasi. Da ich irgendwie einen Rampage bekomme. He fails more. Wurde auch wieder eingekauft von der Lina. Und ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Gold. Weil hier nur 62 lastet. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer hinkriege. Immer unter 100 zu bleiben. Wenn ich hier alleine spiele, dann ist das immer alles wunderbar. Hole ich mir einen Lastet nach den anderen. Da läuft's. Und hier bei der Aufnahme, wenn ich euch beglücken möchte. Beglücken, hey. Klappt's irgendwie nicht. Holen wir jetzt einfach noch ein paar Lastets hier. Da habe ich jetzt auch endlich mein. Oh, ich muss hier weg. Nicht, dass ich hier jetzt angecharged werde, aber erst nur oben. Und solltest du einfach mal rauf nuken. Und da fährt er einfach verprügelt, ey. Hat sich einfach fertig gemacht. Von unseren Supportern. Die es eigentlich ganz gut machen.
Und ich lege jetzt ein Item weg und es wird die Bottle sein. Wird es die Bottle sein? Ja, es wird die Bottle sein. Dann mache ich jetzt so, dann mache ich. Und dann wird ihr das gleich sehen, wie er automatisch mir das Item gibt, die Bottle abholt und in die Base bringt. Habt ihr das gesehen? Das ist wahre Magie. Oder hier Barat rumkommt. Bisschen aufpassen, hat den Creep einfach so, hau ab, Kollege. Dann hat ihm einfach so einen Schultercheck gegeben. Und er ist verreckt. Der bleibt jetzt aber da und kommt da nicht raus. Ah, komm her. Ich mach das nicht, sonst könnt ihr hier noch irgendwie. Und Lars hat mal wieder versaut. Aber ich habe natürlich hier. Oh, Alter, habt ihr den Schaden gesehen? Da gibt's ja gar nicht. Kein Detection. Und ich habe einen Force-Stuff und alles. Ich hätte alles benutzen können. Hab's mal wieder total verpeilt. Egal. Weiter geht's. Unten ein bisschen rauspushen. Und ich bin getrackt. Wir sehen hier quasi jetzt alles, was vor sich geht. Und dann brauche ich nämlich gar nicht irgendwo hinzulaufen. Dann kann ich einfach ein bisschen EP, ein bisschen Gold farmen. Und ich habe voll die Rülps-Attacken gerade die ganze Zeit. Das stört mich ein bisschen. Der holt sich den Double-Kill. Und ich kann jetzt auf jeden Fall nicht allein nach unten TP'en. Ich TP aber nach unten, aber ich muss recht defensiv TP'en. Denn wenn ich da jemanden raushucke. Ja, nice! Nice. Dann esse ich auf jeden Fall auf. Ja, das ist natürlich richtig schön. Wenn einer nicht wegpufft, ist das easy going für uns. Habe ich den Kill sogar gekriegt? Leute, ich. Hashtag, es läuft bei mir. Ja? Auf meinen nicht vorhandenen Twitter-Account. Der auch nicht in Planung ist. Ich kaufe jetzt den Game. Ich hab da jetzt die Faxen. Dicke habe ich da. Wo ist er hier? Komm her, Game. Komm, mal 2 TPs. Und da waren gerade Mipos. Hier, oh, seht ihr das? Oh, sie sind tot. Verkaufe ich meine Urn für. Die Last jetzt will ich noch. Boah, ich hier zum Forsthafen hingelastetet. Andersrum. Geh jetzt zurück, da ich den Game haben will. Nein, ich lasse ihn mir bringen und ich laufe. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen unterstützen? Sollte vielleicht mal weiter deckern? Aber hier ist ja gar nichts los. Wir war Pot im Ulti. Ich gehe ein bisschen dran. Und hol sie raus. Hab ihr den Arsch gerettet, aber leider stirbt er jetzt. Und ess ihn. Ein bisschen Fresh Meat. Abgeholt. Geht weg, Leute. Geht weg. Ah. Oh. Raus hier. Ich gehe raus. Und jetzt kommen die ganzen. Ich hau da einfach drauf. Dann nützt ja nichts. Und pass auf, wie ich hier sterbe. Bam! In die Fresse. Habe ich kassiert. Habe ich falsch gespielt gerade. Eindeutig. Und die PA. Es wäre richtig geil gewesen, wenn sie jetzt erstmal gedodged hätte und der Ultra-Kill auf Meepo. Oh, macht der mir Angst, Leute. Macht der mir Angst. Das ist echt übel. Zum Glück hatte ich den Game gerade nicht. Und ich komme immer gegen mein Mikrofon. Das ist total nervig hier. Kopf ist aber noch gerade. Augen nach vorn. Hier. Der hier wird nicht irgendwie. Schultern gerade. Rücken aufrecht. Hier geht's noch weiter. Und das mit mir und euch, lieben Zuschauern da draußen vor den Bildschirmen. Ja. Noch 30 Sekunden tot. Wollen wir eine Schweige halbe Minute einlegen? Nein, wollen wir nicht. Denn wir sind nicht traurig. Wir sind voll dabei. Voll dabei sind wir. Und irgendwie, ich glaube hier, die Potem schreibt wieder. Ich habe sie ja gemutet, deswegen sehen wir jetzt nur komische Antworten, die keinen Sinn ergeben. Meepo holt sich das Aegis und ich glaube, er hat bestimmt nicht das erste Mal Meepo gespielt. Hat hier irgendwas? Nee. Nur Items, aber keine anderen lustigen Sachen. Hier wird verkauft und ich gehe als nächstes Item, gehe ich das Arganims Zepter an. So, ja, das Arganims Zepter gehe ich an. Gehe ich nochmal hier zurück und verkaufe mal den Magic Stick und den wollte ich nicht kaufen. Ich wollte das, den Ogre Club kaufen, ein bisschen mehr HP und er ist gleich alle eingenetzt, ja, das alle seine Netze verschossen. Oh, schön, ey. Dieser Schaden ist einfach richtig krass. Oh, der ist. Oh, scheiße, der kommt gleich wieder. Wird hier aufgenascht. Und einfach raufhauen. Ich hau auf den rauf, der auch gehauen wird. Und da ist er tot. Und ich habe keinen Bock auf eine Ulti.
Und da habe ich mir geholt. Da habe ich mir geholt. Hier, seht ihr die Ward. Ist weg durch meinen Gem natürlich. Und das sieht richtig schön aus gerade. Das freut mich. Das freut mich, dass ich hier gerade mal was geguckt habe. Ich habe gedacht, ich ziehe die Lina da raus. Ich wollte eigentlich auch die Lina rausziehen. Ich wollte gar nicht die Quap holen. War auch ganz überrascht, wie viel Damage das gemacht hat. Aber natürlich ist der Meathook ja Pure Damage. Und Pure Damage lässt sich ja nicht dodgen. Was ich immer noch nicht weiß, ob es durch eine Hood gedodged wird, also reduziert wird. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Habe ich ja schon mal in meinem anderen Gameplay gemacht. Und ich renne jetzt rein und hole mir jetzt die Last Hits. Und dann muss ich auch wieder weg, denn ich habe den Gem und ich darf nicht sterben. Wenn hier, habe ich hier noch eingekauft, so ganz blitzschnell mit meinem Chicken da oben. Habt ihr gar nicht gesehen, bestimmt, so schnell war das. Gold ist auf jeden Fall jetzt weg. Und ich hole mir hier den Creep. Komm her, Kollege. Wird verprügelt. Bam, und tot. Und 800 HP. Gib mir nochmal ein bisschen Mana hier, bitteschön. Mir natürlich auch. Und ich habe nicht allzu viel Leben. Ich habe nicht allzu viel Leben. Will da aber hin, denn ich habe echt keinen Bock, dass er sich hier die ganze Zeit unsichtbar macht. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt vielleicht gleich sehen. Da unten ist er. Ach, verdammt, ey, da hätte ich ihn fast gekriegt, ne? Wäre ich fast der beste Spieler der Welt gewesen. Aber so bin ich vielleicht nur der beste Spieler in meinem Zimmer. Und richtig schön die Ulti an. Und da werde ich ihn gleich... Nein, 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 nicht essen. Ihn will ich essen. Gleich aufgenascht hier und dann werde ich hier... Verliere ich gleich sonst noch mein... Dings. Ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab, Leute. Ich hau einfach ab. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt und da bin ich weg. Oh, ich wollte nur mein Gem retten. Oh, hier wird richtig, hier gibt es richtig das Duell, aber die PA verliert im Endeffekt gegen den Meepo, der 2500 HP hat. Er hat Ethereal. Oh, das ist ja richtig voll die gute Idee von ihm. Ey, da wäre ich nie drauf gekommen. Denn Poof macht. Was für Damage? Ich weiß es nicht, was es für Damage macht. Keine Ahnung. Aber wenn es Magic Damage macht, dann ist es Ethereal Blade einfach insane. Er haut das drauf, puff da rein und dann stirbt alles. Er ist auch schon wieder in der Mitte, ne? Er spielt ihn nicht zum ersten Mal. Er spielt ihn nicht zum ersten Mal. Decker hat er aber nicht, ne? Nee. Richtige Meepo-Spieler, die benutzen ja noch Dagger. Da muss die schon wieder rülpsen, ey. Richtig erotisch. Und da ist der Middle Tower an der Tag. Und ich hau ab. Brauch nur noch 950 Gold, wenn ich meinen Agar nimm's. Vielleicht hätte ich auch eine BKB bauen sollen. Das wäre, denke ich, im Endeffekt eine bessere Entscheidung gewesen. Denn was bringt mir mein Agar nimm's, wenn ich meinen Ulti nicht voll durchcasten kann und irgendwie nur abgebrochen werde? Earthshake ist auf jeden Fall gerade die wichtigste Person im Spiel, denn wenn er eine gute Ulti trifft, stirbt der Meepo. Oh, hier war was. Verdammt. Den hauen wir auf jeden Fall mal um. Konnte er gar nicht so schnell gucken, so schnell war er tot. Geh hier nochmal hoch. Und hinterher, da ist Meepo. Tötet ihn. Er wird sterben. Da glaube ich dran. Oh her, er ist tot. Richtig schön. Die BKB ist gewastet gewesen. Absolut gewastet. Und das Game wird gepaust. Irgendwas ist los. Mirana ist verwirrt. Und es geht schon weiter. Let's go mit now. Ja. Bin ich auch der Meinung. Sehr gute Entscheidung. Mein Track ist gleich weg. Hier hat noch jemand getrackt. Niemand. Das heißt, wir können uns ganz heimlich von hinten anschleichen. Oder einfach durch die Mitte gehen hier. Und alles niedermetzeln. 530 Gold. 520 Gold jetzt nur noch. Bis mein Aghanims Scepter. Bis ich mein Fleischerhammer oder was es da ist, wie man das nennt, aus der Hand legen kann und ein Zepter erheben kann, damit ich mich der Gott. Ja, der bin ich. Haus Meepo having 50 Sekunden Respawn. Ich weiß ich nicht. Ich sehe hier niemanden. Dann gehe ich hier nämlich ganz schnell rein und hucke ihn mir einfach zu mich her. Heimlich hier jemand. Aha. Einmal mal hier huckt. Und ich bin tot. Ich bin so ziemlich der tödlichste Mensch auf Erden. Ich renn einfach weg. Ich renn weg. Ich renn weg. Renn doch weg! Hab ihn nochmal aufgegessen und ich möchte gerne weg! Das gibt's doch gar nicht! Kaufe nochmal ein. Und gehe hier mit dem Forstdorf weg. Ich tank ganz schön. Natürlich bringt das nichts, wenn hier
Das Ding, den, hat den einfach umgehauen. Mit einem Hit. Und den hole ich mir. Oh, das nicht gereicht, die Range, leider. Ich möchte meinen Acker haben. Nach dem Angang gehe ich das Hot an. Ob das nochmal fertig sein wird. Ich kann mir noch vorstellen, dass das noch relativ recht lange geht. Auf jeden Fall ist das sehr schön, wie wir den Meepo mal rausnehmen. Er spielt auch ein bisschen zu YOLO. Schönes Wort. Nein, ich hasse dieses Wort eigentlich. Ich schäme mich gerade dafür, dass ich es wieder benutzt habe. Ich benutze es eindeutig zu oft. Da kommt jetzt endlich hier das Angernimmt. Ich habe auch schon 3000 Gold hier. 19 Stacks, das ist richtig nice. 4 zu 7 ist natürlich wie nennt man das? Meine Qualität, also wie ich spiele. Meine Spielqualität ist auch etwas gestiegen im Laufe des Spiels. Am Anfang war das ja echt, es ging ja gar nicht, da habe ich mich zu Tode geschämt. Und jetzt mache ich jetzt nur noch ein bisschen, gucke ich nur so ein bisschen zur Seite, wenn mich jemand anschaut. So ein bisschen verlegen, so, oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Aber ich stehe meinen Mann weiterhin, bleibe stehen, auch wenn es unangenehm ist. Und es ist ja auch an sich kein schlechtes Spiel. Ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen, sagt fuck, er hat seine Ulti gedrückt. Er hat seine Ulti gewastet. Scheiße, ich bin getrackt. Nee, vor allem nicht eben getrackt. Aber ohne Ulti, da müssen wir aufpassen. Was hat er sich jetzt geholt? Oh, Abyssal Blade. Gegen Meepo bräuchte man ja eher irgendwas. Und Battle Fury wäre natürlich richtig geil gegen Meepo eigentlich durch den Split Damage. Deswegen hat er bestimmt auch rumgenervt vorhin. Und hier ist der Bane. Der Bane möchte gerne Anti-Warden, die Warden. Aber wir wollen das nicht. Und hier kommt aber kein Follow-up. Oh, 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 schnell weg. Die wollen mich. Ich hau aber ab. Und er lässt auch von mir ab. Mirana holt sich einen Kill. Und die wollen den unteren Tower. Ich möchte aber nicht, dass sie den unteren Tower holen. Und dadurch werde ich mich dazu hinbegeben. Und werde hier wieder Torwächter mich davor stellen. Krieg ich mal wieder nicht. Und den Mumpfi hier auch. Lecky schmecky. Richtig schönes Frühstück, ja, richtig nahrhaft. Viel Protein. Und 20 Stacks hier. Guck mal, 3300. Ich habe noch nicht mal ein Hart. Und hier richtig schöner. Macht sich richtig schön unser Gem. Mein Gem, ich mir geholt habe, von meinem eigenen Geld habe ich mir gespart, mein Taschengeld zusammengekratzt. Und habe ihn extra gekauft. Und hier ist noch eine. Möchte sie jemand kaputt schlagen? Ich möchte es nicht. Der Bane ist disconnected und Pause in 3, 2, 1. Ah, niemand paust. Niemand vermisst ihn. Den Bane. Ja gut, er ist eh tot. Und die Ulti ist wieder da. Also können wir uns da jetzt schön reintrauen. Und ich hab Bock, irgendwas zu hocken hier. Da ist auch der Reconnect. Da hat er gedacht, hier holt sich mal schnell irgendwie was zu trinken ran. An den Rechner, an den PC, an den Mac oder den Linux-Rechner, wenn wir das nicht wissen. Und hier ist auf jeden Fall eine Ward. Und jetzt können wir hier auch schön unsere Ulti anschmeißen. Und den hole ich mir hier. Weil er sich einfach aufgefressen. Und ich renne auf jeden Fall wieder weg. Und ich komme nicht weg. Aber ich mach das. Und krieg hier ein Silence nach den anderen rein. Jetzt. Da hat das Ulti verhauen! Nein! Und scheiße. Komm her! Tötet ihn, tötet ihn! Verdammt gut, richtig! Wo ist der Gem? Der Gem hat den Bounty. Der Bounty Hunter hat den Gem. Tötet ihn. Da ist der Gem. Der Gem liegt auf dem Boden. Und der Meepo ist da. Der Meepo ist wieder da. Und das ist Serial Blade, killt den nächsten. Oh, der Meepo ist so stark. Er ist so scheiße stark. Und der Gem ist weg. Muss auf jeden Fall einen neuen kaufen. 900 Gold. Habe ich leider gerade nicht. Auf der hohen Kante. Und er ist schon unten, ey. Der Meepo macht das echt top. Hier 16 zu 11. Ob wir das noch gewinnen können? Ich hätte eigentlich gedacht, wir haben die ganze Zeit über in Hand. Aber da war natürlich die Echo Slammer wieder richtig scheiße. Flame mich die ganze Zeit, aber hier der Echo Slam, der hat nichts getroffen. Und der holt sich jetzt da unten hin. Da wird die Glyphe eingesetzt. Und es sind nicht alle Meepos da. Ich glaube, zwei Meepos oder ein Meepo ist noch woanders. Das heißt, er kann jetzt haut er einfach ab. Der ist echt schnell, der Typ. Der muss ja mit jedem einzelnen Meepo muss er ja den Poof casten. Also W, Klick, T,
Tab, W-Klick-Tab, W-Klick-Tab. Und das muss so schnell gehen. Denn er ist ja fast mit allen Instant weg. Oder hat sich dafür was geschrieben, aber das glaube ich nicht. Hier wird auch noch hier, möte ich ihn auch noch weg. Er hat auch echt Top-Stats eigentlich, muss man sagen. Er hat das eigentlich auch ganz gut gemacht, bis auf die letzten Sachen. Jetzt haben sich hier zwei Grüppchen gebildet. Alles nicht so schön. Ich mag das immer nicht so. Ich schrei lieber hier ins Mikrofon. Eigentlich, du Scheiß-Wichser! Und alle denken, ach Mann, sei doch nicht so gemein und hör auf, so Schimpfwörter zu benutzen. Aber manchmal muss das sein. Und hol mir hier jetzt noch richtig schön ein paar Creeps. Hab auch schon über 100 Last Hits, ey. Ich bin richtig gut nach 44 Minuten. Und die sind hundertprozentig Roshan. Gleich wird das Heart of ploppen. Roshan has fallen to the dire. Nein, doch nicht. Der Amiibo ist nicht da. Oder Amiibo ist nur mit einem da. Ich guck einfach mal nach. Einfach mal reinhucken. Und da kommt nichts. Das heißt, sie sind wohl doch nicht Roshan. Nö, Roshan ist nämlich tot. Das wusste ich. Das war alles nur ein Test. Und der soll jetzt auf jeden Fall sterben. So, oh, 1300er Crit. Und holen wir jetzt noch ein paar Last Hits und hätte echt gern wieder ein Gem. Aber, ich weiß nicht, ob Gem so geil wäre. Ich sterbe zu schnell. Und vielleicht einfach nur eine Ward und dann dahin planten. Aber ich bin dafür ja eigentlich auch nicht zuständig. Das muss er machen, ja. Ach, er hat eben 1300 gequittet. Er hat seinen Echo Slam gemacht, dass er 400% mehr Damage mit dem nächsten Schlag macht. Und dann hat er gequittet. Habe ich mir den Last nochmal geholt. Und wir sollten einfach weggehen, denke ich. Und der Mibo kommt jetzt. Haben wir nochmal Mana. Und der Mibo, oder wenn der Mibo unten reinpusht. Den habe ich nicht gekriegt. Aber jetzt esse ich ihn auf. Richtig schön gemacht. Von mir ist natürlich absolut geil. Und der Mibo ist so stark. Echt, macht er einen Schaden. Aber er kriegt ihn nicht. Doch, er kriegt ihn, aber der kommt wieder. Auch richtig schön. Finde ich eigentlich ganz geil, dass sie einfach auf die Rex kloppt. Richtig schön auf die Rex. Und jetzt mit Luck irgendwie Leute weg. Und natürlich, es ist einfach, ich finde es auch sehr stark, dass das Netz TPs abbricht. Weil er hat ja einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5? 5. 5 davon. Oder 6. Wie viel hat er jetzt? Weiß ich nicht. Er hat eigentlich das Richtige gemacht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Wir haben einen Rex gekriegt. Your no snare cancelled it. Achso, das meinte er. Er meinte nicht, dass er im Fight sich nicht beteiligt hat, sondern einfach, dass er versucht hat, sich wegzutippen. 1700 Gold. Ich könnte auch Travels gehen. Ja, ich denke, ich gehe auch. Gehe ich Travels? Gehe ich Travels? Ja, ich gehe kurz auf Travel. Ist das eine richtige Entscheidung? Ich habe ja noch nicht mal alle Slots voll. Gehe ich Boots of Travels? Ja, ich gehe Boots of Travels. Ich habe schon so viel Leben und dieses bisschen mehr, das interessiert glaube ich auch nicht, oder? Ja, komm. Boots of Travel. So will ich das sehen. Bin jetzt auch richtig schnell unterwegs. Und die Potem lebt gefährlich. Und stirbt. Die Potem macht sich mehr lang. Ah, aber auch noch schön rausgenommen. Aber der ist echt nur nicht lange tot. 70 Sekunden, das ist doch nicht normal. Ja, ich... Ach, verdammt. Oh, ich habe ihn nicht gesehen, den Game. Egal. Es tut mir leid, Leute. Ich hau jetzt hier rauf. Ach, die ist hier unten. Wo denn? Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Ach, das ist der Game. Jetzt nehme ich ihn mit. Jetzt nehme ich ihn mit. Wo ist er denn? Bin ich dumm? Doch, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin verwirrt. Und da ist das Chicken. Wo will's hin? Wo will's hin? Das sieht nach Roshan aus. Nee, es ist ja nur die... Es fliegt zum Secret Shop. Es ist ja nur die Crop und
Die Crop ist da oben, das heißt, es wird sonst nicht fliegen. Und da geht's zurück, was hat es dabei? Mystic Stuff Voidstone, das heißt, Hex. Und kann ich die kriegen? Ach, verdammt. Einfach mal hocken. Nicht gekriegt. Da habe ich zu lange gewartet. Ich hatte aber Angst, dass wenn ich da reingehe, dass der irgendwie ein Mipo reintippt oder so. Deswegen wollte ich es ein bisschen sneaky machen. Aber habe im Endeffekt doch zu lange gewartet. Mipo Hex, Skadi, Aga, Ethereal Blade. Oh, wir sollten aber einfach pushen. Wenn wir pushen, die können ja sicher, können ja nicht so weit raus, da wir zwei Lanes halt immer Dauer gepusht haben. Und wenn wir oben pushen, dann werden automatisch die anderen Lanes gepusht. Dann müssen sie wieder deffen, falls wir den Fight verlieren und so. Sie haben es auf jeden Fall sehr schwer. Haben aber noch alle Chancen, das Spiel zu gewinnen. Oh, hier ist der Mibo. Ich esse einfach mal einen auf. Das macht natürlich auch recht viel Schaden. Und da haben wir ihn gekriegt. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und ich weiß auch nicht, ist das die normale Respawn-Time, wenn man Level 25 ist? 70 Sekunden. Waren das nicht 90 Sekunden? Das weiß ich gerade nicht. Da muss ich mal drauf achten. Aber ich bin ja noch nicht Level 25, aber ich meine, ich war länger tot. Ich hoffe, ich verschätze mich nicht gerade und das war, ist total peinlich, was ich hier sage. Ich hole mir hier noch die ein paar Creeps hier. Oh nein, nein. Achso, er hat ja gar keinen Splash-Damage. Hab 2100 Gold. Und sag... Ey, die Pause. Die Pause, was soll das? Ja, you're dead. Anyway. Also, ich schreibe in Teamchat. Hol ihn mir. Nein, 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 Und jetzt beenden wir das. Das ist jetzt gleich zu Ende. Wenn ich hier jetzt noch irgendwas sehe, dann kommt ja gleich der Forster. Mach mal Forster! Ah, verdammt. Aber ich hole mir hier Mega-Creeps am Start. Und da ist Mibo. Egal, wir haben die Mega-Creeps. Wir können das nicht mehr verlieren. Ich glaube, ich habe es einmal verloren, als wir Mega-Creeps hatten. Und da hatten die anderen auch Mega-Creeps. Das war nicht schlecht. Das war noch zu Dota 1 Zeiten. Und da wird hier einfach mal gehockt, da kriege ich nichts, aber. Aber natürlich den falschen gefresh schmiedet. Aber er stirbt trotzdem. Das sind einfach so viele, ne? Dann kommt noch ein Buyback. Man darf sich hier nicht pufen lassen, wenn er hier durchpuft. Und ich hau da einfach drauf. Mach hier einen nach den. Mach ihn einfach fertig. Und hau einfach auf den einen hier drauf. Da, du verreckst. Du kriegst mich nicht klein. Da ist er tot. Und ich sterbe. Aber ich werde nicht kampflos untergehen. Ich werde ihn einfach hauen. Und Ulti. Oh, den kriege ich auch. Oh, geil, ey. Hammergut. So will ich das sehen. Und jetzt pushe ich hier. Ich bin hier der Führer. Natürlich nur der Führer dieser Creeps. Und ich hau ihn. Ich hau diesen Tower. Kann sich hier nicht raustrauen. Und ich habe leider keine Ulti ready. Und ich sterbe. Und der Buyback. Und das TP. Und dann werde ich das hier beenden. Okay, das war's, Leute. War eigentlich ganz nett. Der Anfang war scheiße. Das Ende ging klar. Mipo hat ziemlich gut gespielt. Meine Mates sind ein bisschen enraged. Ich bin hier etwas enraged. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Welcher Held als nächstes kommen soll, weiß ich nicht. Könnten wir mir wieder Vorschläge machen. Der Patch kam auch von einem von euch. Ich weiß den Namen leider nicht, sonst hätte ich ihn jetzt erwähnt. Und ich habe 999 Punkte von 1000. Das heißt, ich habe kein Level Up. Anyway, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Morty.